Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren saftigen Ausgabe des The Geek Freaks Techcast Weekly. Heute zusammen mit dem Alex. Ist ja ärgerlich. Dem Moni. Ich weiß nicht. Und dem Robin. Das ist eine Lüge. Und was Alex so zu sagen hat heute, erfahrt ihr nach dem Intro. Ich muss gleich mal rüber, weil vorm Podcast haben sich die Crew und ich gerade etwas lustig gemacht über potenzielle Kooperationspartner. Oh Gott, das klingt jetzt arrogant. Oh, das darfst du so nicht sagen. Das klingt jetzt arrogant. Nein, über, sagen wir mal, Kooperationspartner, die sehr sass sind. Kooperationspartner mit alternativer Seriosität. Oh, der gefällt mir auch gut. Also, ihr wisst schon, sketchy Mofos. Die dann herkommen und Content Creator abzocken wollen, beziehungsweise ihre toxischen Auflagen natürlich an kleine Kleinstunternehmen oder Einzelpersonen weiterleiten wollen. Und wir hatten da dieses Jahr schon sehr, sehr viel Spaß, wie wir gerade untereinander erörtert haben, mal wieder. Entweder wird man geghostet oder es werden horrende Bezahlungen gefordert und ach, ist einfach wunderschön in der Welt der Content Creation, ne? Am meisten finde ich ja immer noch von wegen, oh, wir schicken dir das Ding gratis zu. Ja, klar, kauf es dir bei Amazon, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, mach ein gutes Review und dann geben wir dir einen Refund. Danach, genau, danach ist genau. Am besten. Und ich musste auf etwas raus. Ihr wisst doch noch, wie ich vor ein paar Jahren die Orki-Tastatur gemacht habe. Das ist eines der bestlaufendsten Videos auf dem Kanal. Das ist auch, glaube ich, der meistgeklickte tgf.klick-Link. Ja, das ist unser meistgeklickter Link. Und normalerweise würden jetzt tgf.klick/social. Halbwegs findige Zuschauer oder Zuhörer würden natürlich jetzt denken, wow, der meistgeklickte Affiliate-Link, da muss doch was rumkommen. Ich habe bis heute, bis zu dato, diesem Moment, von Orki keinen einzigen Cent jemals gesehen. Und ich habe mich angemeldet beim Orki Ref, extra jetzt für euch, weil ich das innerlich so lustig gefunden habe. Ich habe mich beim Orki Ref Plattformsystem angemeldet. Und habe genau reingeschaut gerade, wie viel Umsatz Orki mit uns gemacht hat. Nur Orki. Und ich möchte die Jungs, jeder darf mal eine Schätzung abgeben, wie viel Geld hat Orki mit uns gemacht? Und wie viel Geld würden wir eigentlich bekommen, was wir nicht bekommen haben? Die Frage ist, in welchem Zeitraum? Genau, wir haben jetzt den Zeitraum, 2 Jahre, dieser Link. Ich gebe euch noch einen Tipp dazu. Über diesen Link, der wurde 6.300 Mal geöffnet und 275 Bestellungen gingen ein. Würde man sagen, keine Ahnung, 2.000 Euro oder sowas insgesamt, wenn es irgendwie so... Hat Orki mit uns verdient, sagst du? Nö, würden wir noch, keine Ahnung, als Payout kriegen, wenn du dann so sagst, so irgendwie 3-4 Euro pro Bestellung, die da rausgeht als... Okay, Rating. Der Luke lockt ein, so um die 2.000 Euro, was sagt ihr? Wie viel Bestellung? 200? 270, so plus minus. So, angenommen, du kriegst pro Bestellung 1 Euro, pro Aufruf 1 Cent, dann wirst du unter den 500 Euro bleiben. Okay. Also ich behaupte, weiß ich, Orki, wenn da Tastaturen oder so gekauft wurden, dann könnte es schon mal 10.000 Euro sein, die an Umsatz gemacht wurden. Also an Umsatz ja halt locker, aber wenn du jetzt halt irgendwie dann sagst, ja keine Ahnung, du kriegst halt irgendwie knapp unter 10 Euro dann für so ein Ding, dann wird das hinkommen. Dann gehen wir von einem 10% Cut aus, ich sag, das sind 1.000 Euro. Du sagst 1.000 Euro, okay. Robin sagt unter 500 Euro, du sagst 1.000 Euro, Lukas sagt 2.000. Also, ich löse auf, Trommelwirbel. Ey, beschissenste Stelle. Wir haben nicht, also doch, aber nicht verdient 584,22 Euro. Ja, doch, so wenig. Gar nicht so schlecht. Bei einer Konversionsrate von 4,3%, obwohl die Ref-Link mit 6% angegeben sind. Orki hat einen Umsatz mit uns generiert von 10.129,22 Euro. Boah, dann bin ich gut. Die Auszahlung und Payment Methods funktionieren nicht. Kontaktsupport antwortet nicht, obwohl natürlich PayPal und alles bei uns hinterlegt ist. Wir haben bis heute weder Support noch Kontakt noch eine Antwort erhalten. Schick Orki okay. Halt eine Rechnung. Alex, Ich habe mit 10.800 Euro Umsatz gerechnet. Ich hatte nur die Conversion Rate falsch, sonst wäre... Ja, die Conversion Rate ergibt sowieso keinen Sinn, weil wir haben eine Raffling Conversion von 6% und unten steht also 4,3. Bei 4% bist du aber auch sonst deutlich. Ja. Na.
Durchschnitt. Wo man auch sagen muss, die Conversion ist bei Weitem besser, als was Amazon es gibt. Bei Weitem besser. Hast du denn Geld von Amazon? Ja, Amazon zahlt mir das aus. Na, Amazon zahlt mir das aus, um die 300 Euro im Monat. Für alle Klicks auf alle Videos. Also plus minus im ungefähr sind es 300 Euro für alle Klicks auf alle Videos. Ich finde es ja geil, dass wir jetzt schon wieder einfach nur mit Zahlen hausieren gehen, von wegen, was irgendwelche Dinger machen da. Ja, also ich wäre ja eigentlich Transparenz für ein Unternehmen ist okay. Wenn du irgendwie da vernünftig Leute quasi ranhauen willst oder so für Tastaturen, die gerne mal einiges kosten, dass da nicht mal 10 Euro oder sowas pro Conversion drin sind, ist dann schon echt ein bisschen peinlich. Ist bitter, weil ja. Weil die machen multiple das, also. Ja, voll. Also. Ich musste da aber auch jetzt Amazon mit ins Boot holen, weil die sind nämlich auch so. Wir sind nämlich mit unserem Content und unseren Links fallen wir in keine der Boost-Kategorien. Es gibt nämlich im Amazon Affiliate-Programm Boost-Kategorien, sowas wie Körperpflege, Television und sowas und wir fallen halt überhaupt nicht rein. Liegt allerdings auch daran, du kriegst ja immer wieder solche E-Mails von wegen, jo, jetzt hier, mach hier mal Werbung für Amazon Prime Books und so weiter, Prime Music, jetzt hier 5 ja. Euro oder 10 Euro oder X-Zahl, keine Ahnung, welche davon genau stimmt oder irgendwie als Beispiele quasi für jede Anmeldung einmal hier, was eigentlich ja sogar mehr ist, als du da pro Monat zahlen würdest für den ersten Monat, weil die ja damit rechnen, dass die erstmal Laufkundschaft da akquirieren und die dann dauerhaft da bleiben. Vergessen zu kündigen. Kündigen und so weiter und so fort. Oder es einfach halt dann gefallen lassen und weiter buchen. Ich meine, müsste ich mir sowieso auch nochmal angucken. Ich meine, die haben ja jetzt irgendwie rumgemeldet von wegen, dass sie jetzt von 2 Millionen Songs auf 100 Millionen Songs ihre Amazon Music mal erhöht haben. Das heißt, auch gehört. Es könnte halt vielleicht mittlerweile mal irgendwie eine dezente Auswahl da sein, aber vorher war ja wirklich da nichts. Ja, das stirbt auch irgendwann wieder weg, die Versuchung's. Aber Spotify macht 20.000 Songs am Tag. Ja, das ist schon klar, aber ich meine, der Step halt von, du hattest vorher 2 Millionen im Angebot, jetzt 100 Millionen ist dann doch schon. Naja, die Amazon-Businesses, also ist jetzt zwar klar von ein bisschen ausschwank, aber die Amazon-Businesses haben mal Problem. Amazon schrumpft. Genauso wie Facebook gerade schrumpft. Die Tech-Unternehmen haben jetzt gerade ihren Zenit erreicht. Ja, das ist auch immer mehr, ne? Ja. Siehe, aber Netflix kannst du boykottieren im Moment. Die letzten 2 Jahre gewachsen sind. Ja. Netflix weiß also ich vor allem nicht auswendig, wie die sich gerade benehmen. Ich glaube aber, die haben sich ein bisschen wieder bekrabbelt. Ich glaube, die Aktie sieht nicht mehr so schlimm aus wie Anfang des Jahres. Nee, das nicht mehr, aber ihre Politik ist schlimmer geworden. Und ihr Preisdings und, also in den USA haben das ja schon geändert. Die haben ihr Ad-Based-Tier jetzt online. Ja. Haben sie es endlich gemacht? Ja, oh Gott. Haben sie. Ja, man kann sich auch selber ins Knie schießen. Ja, genau das. Und das ist halt bösartig. Wobei, das ist halt, das für ein Unternehmen echt ungewöhnlich ist, mehr als 10% Umsatz über so ein Subscription-Tier zu machen. Ja. Schau dir mal YouTube an. YouTube hat 2 Milliarden User. Ja. Davon sind 20 Millionen Subscriber. Aber diese 20 Millionen von diesen 2 Milliarden machen gerade mal 10% des Gesamtumsatzes der Firma YouTube aus. Aber es ist trotzdem viel. Das ist viel, natürlich. Das ist auch, wenn du es in Relation setzt, mehr als ein normaler User, definitiv natürlich. Ja. Aber daran siehst du, diese Unternehmen sind immer noch werbefinanziert. Und das ist, was Netflix jetzt sieht. Das ist, was Amazon gemacht hat. Also Amazon hatte ja am Anfang auch sehr viel mehr im Prime und so weiter und hat dann weggezogen und jetzt wollten sie auch ein werbefinanziertes Tier haben. Ob sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Aber was ich lustig finde bei Netflix? Ja? Netflix hat ja mit diesem Netflix Gaming und so weiter hier so ein Kram ins Leben gerufen. Jetzt, bevor du jetzt hier schon wieder ja gut und mich unterbrichst, die haben ja sowas ins Leben gerufen von wegen, yo, hier, ihr könnt diese ganzen werbeverseuchten Mobile Games jetzt hier, wenn ihr euch wieder über Netflix authentifiziert, alle komplett werbefrei zocken, weil wir hassen es, wenn wir Werbung einblenden. Und jetzt plötzlich fangen sie an zu sagen, oh, guck mal, die ganzen Leute, die ganzen Werbetreibenden, die lieben uns alle dafür, dass wir jetzt planen, hier zu sagen, yo, keine Ahnung, hier gibt's 25% Rabatt oder so auf unseren Tier und dann hast du halt Werbung mit drin. 5 Minuten Werbung für eine Stunde gucken, beziehungsweise halt pro eine Stunde gucken. Das ist halt dann eigentlich so eine Rate, die zwar geringer ist als im normalen Free-TV, aber wo war es nochmal beim Free-TV begrenzt? Ich glaube, eine 20 Minuten oder eine Viertelstunde oder sowas, glaube ich, pro Stunde. Genau, Viertelstunde, ja, die pro Stunde dann Werbung da gemacht werden darf, die üblicherweise auch ziemlich ausgenutzt wird. Ja, klar. Aber auf der einen Seite, das siehst du jetzt überall.
Auf der einen Seite ja, wir haben jetzt halt ein Problem. Die Werbeflut kommt, weil DSGVO. Cookie-Tracking und so weiter ist verboten. Facebook hat zum Beispiel, im Moment ist es ja so auf der Welt, dass das größte, also Facebook. Die Sache ist die, Tracking und so weiter musst du nicht nur über Cookies machen, da gibt es so viele Möglichkeiten zu tracken. Ich meine, guck dir Browser Fingerprinting an und ja, sowas. Gut, aber lass uns mich mal DSGVO-konforme Methoden mal. An. Unterbrich mich mal nicht, ich möchte was raus, was was Wichtiges. Im Moment ist es so, dass das größte Werbeunternehmen, also das Google ist ein, Alphabet ist ein reines Werbeunternehmen, mehr nicht. Die machen nur in Werbung. Der größte Werbeanbieter der Welt, wenn jemand Werbung kauft, verkauft, läuft es über Google. Alles jedenfalls im digitalen Rahmen läuft über Google. Die machen den Hauptumsatz, alle Firmen machen bei Google Werbung, über Google Werbung, durch Google Werbung. Irgendwo indirekt läuft es immer über Google. Jetzt hat Facebook gemerkt, oh Mann, Werbung. Werbung gut, aber wir können keine Werbung mehr platzieren, eben wegen No Cookie, No Tracking. Die Frage wird auch immer gestellt und über dieses Cookie-Tracking hat Facebook zum Beispiel einen Hauptanteil an Einnahmen gemacht. Das fällt jetzt weg. Über diesen Facebook-Pixel, der auf jeder Webseite war. Und Facebook hat keine Anteile zum Beispiel mehr in Werbung. Und deswegen und nur deswegen, stimmt nicht so ganz. Good Guy Zuckerberg, nur deswegen hat er in Meta und VR investiert, weil er da Augentracking genau die Werbung verkaufen kann. Klar, das ist einer der Gründe, die man natürlich dabei hat, von wegen hier, wo guckt der Nutzer drauf und so weiter, wie lange guckt er da drauf und so weiter. Das sind natürlich schöne Nebeneffekte, dass man diese Headsets halt mit Innenkameras ausstattet. Und ehrlich gesagt, ich möchte beinahe darauf wetten, dass auch vielleicht nicht unbedingt gerade in den datenschutztechnisch ultrarestriktiven Ländern, wobei machen wir es uns nichts vor. Ich meine, wie häufig wurde Amazon schon dabei erwischt, von wegen, die Alexen nehmen dauerhaft auf und werden ausgewertet. Ja, wöchentlich. Auch überall, ja, wöchentlich vielleicht nicht, aber schon zu häufig, damit man es denen eigentlich noch abkauft, von wegen, ja, du stellst es hier ein, wie du es haben möchtest, oder Opt-out ist wirklich a thing. Weiß man auch nicht unbedingt. Naja, Daten sind das Gold unserer Zeit, ist so. Ja, aber deswegen, darauf will ich ja gerade hinaus, dass diese ganzen Kameras, die da alle schön zum Tracken benutzt werden, 3 Kameras pro Controller bei diesen neuen Dingern, nochmal 5 Kameras in der Brille an sich. 8 dann bei der alles Pro? Gegen, ja, oder 8 dann halt nochmal in der Brille, plus 2x3 in den Controllern, als ob die dann da nicht auch ein bisschen Auswertung von machen, von wegen, oh, guck mal, der hat hier diesen und jenen Fernseher, das ist schon ein bisschen älteres Modell oder sowas, mach dem doch mal Werbung hier für das neue Ding. Oh, der hat im Hintergrund gerade seine Frau umgebracht, machen wir eben doch mal Werbung für Müllsäcke. Also, was hast du für Vorstellungen? Also funktioniert das nicht. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, ja. Ich glaube eher, dass dann so ein Call the Cops Ding ausgelöst wird, wenn da irgendwie sowas kommt. Und nee, der macht mir kein Geld mehr, wenn der im Gefängnis hockt. Oh, wow. Ich glaube, da machen die schon genug. Ich glaube, da machen die schon genug Geld mit, wenn es irgendwann dann so kommen wird, dass sie im Gefängnis dann solche Dinger auch benutzen dürfen. Ja, ich damit meine, die wollen ja alle in Werbung, ne? Jetzt hast du das Problem, YouTube will nachziehen, wie immer, YouTube macht es nicht hundertprozentig richtig, weil ist zwar Google, aber doch nicht Google. Die machen wir immer Mumpitz. Und dann hast du Netflix. Und Netflix nimmt sich halt das YouTube-Beispiel und sagt, pass auf, jetzt schalten wir in Werbung. Das ist zwar vielleicht vergleichsweise wenig, aber uns laufen die Zuschauer davon, weil wir Leute wie Henry Cavill einfach aus The Witcher schmeißen, wofür jedem einzelnen der Redakteure oder Skriptschreiber ins Knie geschossen gehört, aber darüber reden wir nicht. Aber ich meine, von wegen, wir skripten den jetzt raus. Ja, es sind halt einfach die einen Sachen. Ich meine, was Netflix halt mal früher groß gemacht hat, ist genau wie Spotify. Die haben im Endeffekt die Alternative zur Piraterie dargestellt. Ja. Vorher, bevor Spotify kam, gibt ja sogar witzigerweise eine relativ interessante Doku auf Netflix dazu. Ja, die habe ich nicht gesehen. Ja, einfach nur, fällt mir gerade nur als Beispiel ein, wo ich das schon so verwende. Ja. Aber Spotify ist ja dadurch groß geworden, dass sie gesagt haben, hier, guck mal, hier, wir sind mal hier die Pioniere, wir fangen an, Streaming groß zu machen und so weiter und fangen an, den ganzen Firmen das Konzept Streaming näher zu bringen, was halt vorher hieß von wegen, oh, gratis Musik hören, das geht doch nicht, wer macht denn da dann noch Gewinn mit? Ja, ja. Ich sag nur Sony. Ja, aber Spotify sind die ersten, die damit wirklich populär geworden sind, weil sie sich Partner an Land gezogen haben, die dann wirklich da Angebot gemacht haben. Interessant. Mein Onkyo unterstützt noch Spotify und Deezer nativ.
Ja, aber genau deswegen ist Spotify auch groß geworden, weil die Leute plötzlich halt einfach dann gegen ein bisschen Werbung oder gegen einen kleinen Obolus im Monat dann einfach Musik hören konnten, werbefrei oder halt mit Werbung, aber ohne, dass sie sich die vorher irgendwie bei Pirate Bay ziehen müssen oder sowas. Witzige ist die Produktpräsentation von Spotify. Darf ich ganz kurz, es klingt jetzt ganz hässlich, wenn ich das so sage, ne? Aber, aber Netflix hat keine Chance. Wir haben etablierte, die diese Lücke füllen. Bluetooth TV, gibt so viel, ich habe so viele Apps auf meinem Hisense allein. Die Sache ist die, Fernsehen und Serien. Das ist was anderes halt, weil das ist einfach dieses von wegen, jeder will was vom Kuchen abhaben. Netflix ist halt. Die haben ja auch noch Exclusives. Netflix ist halt erstmal groß geworden mit dem Ganzen. Das stimmt nicht, Alex. Also, okay, red mal Klartext. Ganz ehrlich, ich habe einige Netflix-Short-Series und so weiter schon gesehen, die echt nicht schlecht waren. Ja gut, ich habe halt davon, ich war von jeder bis jetzt enttäuscht. Sogar von Disenchantment, obwohl es Matt Groening ist. Disenchantment, aber das war doch ganz in Ordnung. Also, ja, aber trotzdem da war ich enttäuscht. Ja, gut. War kein Stargate hier. Weißt du, mich hat noch nichts wirklich begeistert. Es ist alles so Mittelmaß oder H-U-Kippi-Bubidi. Ja gut, aber weil jetzt der Style der Serie nicht gefällt, kannst du denen jetzt auch keinen Vorwurf machen. Gehe ich nach Amazon. Ja, haben sie Picard neu aufgelegt. Picard neu aufgelegt, Rotz. Da war sogar Discovery auf Netflix besser. Ja wenn gut, ich meine, guck's dir an, was sie gemacht haben. Netflix hat ja da auch Death Note neu aufgelegt. Oh Gott, das war schlimm. Gott. Also, wenn ich mir eine Stunde Zeit in meinem Leben hätte zurückholen können, wäre es diese gewesen. Das war schlimm, das hatte null damit zu tun. Cowboy Bebop, Alter, die Realverfilmung. Nein, aber einfach nur so, ohne jetzt die Leute stark zu spoilern, gebt euch den halt einfach nicht. Die haben halt aus dem Protagonisten einfach ein dummes Stück Weißbrot gemacht. Darf ich dazu sagen, es war genauso schlimm wie die Dragon Ball Realverfilmung. Die habe ich mir noch nicht gegeben. Mach es nicht. Bitte. Bitte. Die amerikanisierte Version von Dragon Ball. Es ist so schlimm, wie man sich's vorstellt. Aber genau das meine ich damit. Klar, die feuern Millionen rein. Es gab eine einzige Netflix-Eigenproduktion, die ich gut fand, und das war Sense8. Die war wirklich gut gemacht. Die Leute dahinter haben eine Ahnung gehabt, was sie filmen müssen, mit welchen Kameras, mit welcher Lichteinstellung. Scripting war gut. Konnte ich unterschreiben. Aber bis jetzt, was die Streaming-Dienste liefern, von Disney muss man nicht reden, weil die einfach alles neu verwurschten. Ja gut, Disney Plus müsste ich eigentlich mal reingucken, was da los ist. Habe ich bisher noch nie wirklich. Was ich gesehen habe, die haben gar nicht mal so ein kleines Angebot, wie ich gedacht hatte. Aber halt auch dann Angebot Disney ist groß. Und so weiter und haben auch Stars, heißt es. Ne? Da haben sie andere Filme auch zugekauft. Ist jetzt nicht dumm, ich habe es wegen meinem Sohn. Disney-Filme für Kind, ne? Dass ich nicht alle kaufen muss. Mhm. Deswegen haben wir es, aber die Auswahl, gut, du musst Marvel mögen, wer Marvel hasst, ist gleich schon mal raus, weil Disney Plus besteht zu 90% aus Marvel. Alex, und was? Ja? Ich meine, du hast auch, glaube ich, noch nie was von einer Videothek gehört, oder? Die gibt's bei uns nicht mehr. Und eine Bibliothek? Die Bibliothek gibt es noch, die haben aber nur Kindersachen. Aber die haben doch meistens sowieso DVDs und so weiter noch dabei, gerade dann so diese ganzen Disney-Dinger und so. Alles nicht mehr da. What? Ja, das haben sie alles aussortiert. Die haben noch Tonys für Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr die Kinder-Tony-Boxen kennt, wo da Musik drauf ist, aber keine Medien mehr. Alles eingestampft. Bücher haben sie noch, aber alles weg. Bei uns haben sie einfach nichts mehr eingekauft. Da gibt es noch ein paar alte SpongeBob-CDs, aber das meiste ist halt über die Jahre kaputt gegangen. Weil das also bei uns tatsächlich hier die lokalen Büchereien, die werden hier eigentlich von der Kirche mitgetragen und so weiter, soweit ich weiß. Ja, und da kannst du dir gegen relativ kleines Geld einfach mal eine DVD ausleihen oder so. Und die haben auch eigentlich relativ häufig neue Sachen im Angebot, ja. Das ist bei uns aber auch noch. Das ist cool. Na, bei uns komplett, also dieses Angebot von Ausleihen oder was gibt's gar nicht mehr. Da müsste ich zu Amazon und den stopfe ich nicht Leihgebühren für einen Film rein. Du kannst dir bei aber das ist halt auch was anderes. In der Bibliothek ausleihen, ja. Brettspiele, CDs, DVDs und Bücher. Ja, Bücher sowieso, das ist ja klar. Müsste eigentlich mal gucken, ob ich nochmal in meine alte Schule mal wieder reingehe und mal gucken, ob die da in der Schulbücherei immer noch VHS-Kassetten rumstehen haben. Echt jetzt? Okay. Ja. Kannst du den Player mit ausleihen? Ich habe einen Player. Und Fernseher mit Scout-Anschluss?
Ja, habe ich auch noch. Gut, habe ich auch, ja. Also, Skat ist doch universell. Ansonsten kannst du halt auch aus Skat einfach ganz normales Composite machen. Und Fun Fact, jede uralte Grafikkarte mit S-Video hat halt auch direkt eine Capture Card quasi mit eingebaut. Voll. Fun Fact, Skat kann Full HD. Klar, das ist, je nachdem wie du es machst, ist Skat halt ein Connector. Der kann halt genauso RGB wie VGA etc. Und selbst ein VGA-Stecker, der wird immer schlechter gemacht, als er ist. Das Ding kann ganz problemlos Full HD 60 FPS übertragen. Alter, VGA kann 2560 mal 1600 Pixel schicken. Ja, aber deswegen, das sind so die Maximalwerte. Aber deswegen, so ganz normalen, doofen Office-Full HD-Monitor, den Leute sagen, oh, ich sehe einen riesen Unterschied. Nein. Es ist halt einfach so, bei manchen Monitoren, tatsächlich, ich habe hier sogar einen Fernseher stehen, der sieht absolut beschissen aus, wenn du ihn per HDMI anschließt, weil, keine Ahnung, das HDMI-Board nimmt irgendwie ein richtig komisches Format an und es sieht einfach nur alles richtig matschig aus, egal wie du es versuchst anzusteuern und du kriegst das Bild nicht vernünftig scharf. Warte, dazu kann ich was gesehen. Schließe ich das Ding per VGA an, an so einen analogen VGA-Adapter, gestochen scharfes Bild. Das kann ich dir erklären. Da ging es nur drum, das Feature zu haben. Ja. Warte, das ist geil. Früher HD-Fernseher, ich war ja bei diesem Fernsehzeug und wie es umgestellt wurde auf HD und von 4 zu 3 auf 16 zu 9. Genau zu der Zeit war ich ja beim Fernsehen, ne? Oh, pass auf. Ja, bitte, bitte, immer schön stretchen. Erstmal auf 16 zu 9 das 4 zu 3 Material ja, am Anfang. Alle HD-Fernseher waren ja scheiße, ne? Also alle digitalen HDMI-HD-Fernseher waren erstmal scheiße im Vergleich, denn die hatten andere Wandler drin, die das Bild zwischengepuffert haben und immer also egal, ob ihr interlaced oder nicht, okay, wenn ihr da draußen nicht wisst, was interlaced ist, erstmal nachschauen. Ich erkläre jetzt nicht Halbbilder. Ja, und bitte. Dann musste dieses Ding, das Signal musste immer durch den Interlaced-Converter bei jedem Fernseher, ob es Vollbild oder Halbbild ist. Was hat der dann gemacht? Der hat dann das Bild nochmal überprüft interlaced. Und hat deinterlaced, obwohl schon deinterlaced war. Und das hat dazu geführt, das geht nicht, weil das Hardware-Deinterlacing war aus den frühen 2000er. Ja gut, ich meine, mittlerweile kriegst du echt ganz akzeptable Deinterlacing-Chips, die wenige Cent kosten, die sie in jeden Billigfernseher drücken, die den ganzen Kram halbwegs akzeptabel übernehmen. Jetzt aber früher? Ja, früher war das alles ein wenig anders. Aber sind wir ganz ehrlich, ich meine, teilweise ist mir schlechtes De-Interlacing lieber, als wenn die Leute einfach dann das De-Interlaced, also nicht De-Interlaced, einfach als Progressive Scan gemacht haben und du dann diese tollen Linien überall im Bild hast und so weiter. Das ist richtig schön. Ja, halt überall an allen Kanten, wo sich irgendwas so bewegt, einfach halt dann nur noch fransiges Bild. Ja, das ist halt... Zum Glück haben wir es jetzt nicht mehr darum, mit rumzuschlagen. Ne? Es war technologieseitig echt reutig. Wenn du tatsächlich eine ultra hohe Framerate hattest bei einem interlaceden Bild, konntest du halt ganz problemlos einfach die Framerate halbieren und dann einfach ein geiles, nicht mal die interlacedes Bild draus machen quasi, indem du einfach nur gesagt hast, du machst quasi Progressive Scan, aber baust den ganzen Kram rein. Soll ich euch einen Geheimtipp verraten? Ja, kannst du gerne machen. Hört ihr alle zu? Alle? Ihr da draußen auch? Hört ihr? Hey. Passt auf. Die da draußen haben jetzt schon längst gerade abgeschaltet, weil du erst die vierte Wand jetzt wieder durchbrochen hast. Damals beim Bayerischen Rundfunk und bei der ARD und ZDF, da wurde ein Bild, das eben diese tollen Interlace-Artefakte hatte, wie es in den 90ern und 2000ern halt noch so da war, wenn es digitalisiert wurde. Da haben sie das Videofile genommen, wie es ist, haben die Spur des Videos einmal über die gleiche Spur gelegt, also sie gedoppelt übereinander gelegt und die obere Spur um einen Frame nach rechts verschoben, dass sie off war um ein Frame und die auf 50% Screen gestellt. Oh ja. Und so haben sie das Interlace dann quasi verschwimmen lassen und so haben sie jedes Fall gemacht. Aber das funktioniert, das, was ich beschrieben habe, funktioniert halt nur, wenn du wirklich hohe Frameraten hattest mit interlacedem Material. Aber es waren Alex, halt 25 weißt FPS. Weißt du, wo die das gemacht haben? Schau dir mal das Smash Mouth war es, glaube ich. Ja? Das Video auf YouTube an. Das kann sein, das weiß ich nicht. Die haben ein Remake gemacht. Da haben sie unter anderem Interlaced zu De-Interlaced gemacht. Die haben auch AI-Upscaling und Frames hoch auf 60. Die sind seit ein paar Jahren, seit ein, zwei Jahren dabei, die ganzen alten Musikvideos kaputt zu
Ja, macht's denn da kaputt? Lass sie doch einfach so, wie es sind. Hat Toms gerade ein sehr gutes Video dazu gemacht, ist in den Shownotes verlinkt. Oh, okay, danke. Ja, kann man machen, wenn man so einen Kram wieder machen muss. Ich meine, manche Sachen gibt es ja auch, die wurden echt gut remastert, weil sie dann gesagt haben, na komm, wir nehmen uns die alten Filme einfach, weil wir es auf Film aufgenommen haben und scannen die halt einmal in hochauflösend neu ein. Ja, wenn du das machst, das ist halt geil. Wenn du es nämlich auf Film hast, meistens hast du eine höhere Filmauflösung, kriegst sogar fast IMAX-Format raus. Ja, die Sache ist, ein Film ist halt, du hast ja keine Auflösung beim Film. Nee, ein Film ist ja immer auf den Grain, den du hast, begrenzt. Und klar, ab einem gewissen Punkt wäre deine Auflösung höher als der Grain, den der Film hat. Aber Filmgrain ist halt eine ganz andere Wahrnehmung als Pixel. Deswegen kannst du sehr viel höhere Auflösung daraus holen. Last Christmas gibt's jetzt in 4K. Siehst du, du kannst ja auch... Aus der Kategorie Dinge, die die Welt nicht gebraucht hat. aber es ist ein gutes Beispiel dafür, warum zum Beispiel Menschen wie Tarantino immer noch auf Film aufnehmen. Ja, warum auch nicht? Ja, ist das beste Medium. Wir sind so gut in der AI, dass wir ein Filmgrain mit rausgerechnet kriegen. Also du überlegst dir mal alleine, was du mit einem ganz einfachen blöden Topaz machen kannst, um Filmgrain und so weiter zu reduzieren. Und ich meine, du siehst hier das Upscaling, was ich schon mal gemacht hatte, aus dem uralten Matschekram, der noch übrig geblieben ist von deinem Kochen mit Alex, das, was halt dann so am Ende halbwegs vernünftig aussah. Und gut, dann habe ich auch noch irgendwann mal den 4K-Upscale gemacht, der halt dann eigentlich gaga geworden ist, was aber die meisten Leute... Wollen wir das mal als nicht gelistetes Video verlinken in den Shownotes? Das heißt als nicht gelistetes Video. Ich meine, theoretisch kannst du das nicht gelistete Video, ist es hochgeladen, das können wir in den Shownotes verlinken, oder wir releasen es irgendwann mal einfach komplett. Wir verlinken es in den Shownotes. Weil die Leute können es irgendwann von mir aus dann auch richtig angucken. Ich meine, noch ist es sowieso nicht so viel auf dem zweiten Kanal und wenn der Ding ein paar Views kriegt, ist doch auch in Ordnung. Da, pass auf, ich habe mir ein paar Sachen noch dazu überlegt für den Podcast. Ja. Ich hätte eine Kategorie, mein Lieblingstool der Woche. Habt ihr auf sowas Bock? Okay, ja, dann hast du darauf vorbereitet, klar. Ist geil. Weil ich habe nur so kleine Sachen, die mir am Rand begegnet sind. Jede Woche? Naja, wir begegnen ja wöchentlich neue Programme, ne? Achso, ja, gut. Und da dachte ich mir, wenn man sowas hat, kann man das machen. Ja, ist eine wirde Kategorie, aber ich bin auf was gestoßen, was ich halt super geil fand. Du dominierst die Kategorie. Ach, kommt schon. Also, ja. Ich stelle mir das etwas lustig vor, wenn du da halt dann so irgendwann gegen antrittst von wegen. Dann gibt's so... Das ist dann so ein quasi Schachstream in noch langweiliger, Leute sich einfach nur gegenüber sitzen, so eine Schachuhr in der Mitte steht und einfach dann die Leute einfach nur Tools raushauen müssen und dann jeweils gegenseitig auf die Uhr hauen müssen. Und das ist das Einzige, was das beinhaltet. Nee, so ein Quartett, dieses Tool steht dieses Tool. Jetzt nein, aber es ist von mir so ein kleines Guilty Pleasure. Ich bin ein GitHub-Durchwühler, ne? Ich ziehe als allererstes mal die WinUHA-Karte, dann bist du nämlich bei Archivierungsprogramm schon raus. Oh, Mann. Und K-Lite-Codex nehme ich dann als Media-Player. Okay, dann habe ich jetzt was für euch für diese Woche. Und zwar ist einfach die Nice-to-Have-Kategorie. Können wir auch machen. Nice-to-Have für diese Woche. Ich stumble dauernd auf GitHub über neue Tools. Mein neues Lieblingstool ist... GitLab. Etwas, okay, ich muss es so erklären, ich habe zwangsläufig durch meine berufliche Ausbildung viel mit Macs arbeiten müssen und ich mochte Macs nie, aber es gab ein Feature, was ich seit Jahr und Tag bei Windows vermisst habe, weil es die Produktivität extrem steigert. Lass mich raten, den Startup-Chime. Nee, mit Leertaste etwas öffnen können. Zwar schnell mal ein Bild mit Leertaste öffnen, schnell mal eine MP3, kurz durchscrollen, mit Leertaste wieder zumachen. Das Wichtigste für überhaupt. Kannst du genauso bei Windows machen, da drückst du halt nur Enter statt Leertaste. Das geht gar nicht. Eine Vorschau. Nicht ein Tool dafür öffnen, sondern eine Quick-Vorschau. Und dafür gibt es ein Tool jetzt, das heißt Quick Look. Das ist mein absolutes Lieblingstool. So eine Zoom-Funktion. So ein Preview-Tool hatte Windows XP doch früher immer drin gehabt, von wegen du klickst dein JPEG an und es wird dir so eine Vorschau links angezeigt. Falls du das Feature kennst auf Apple, auf macOS, wenn du da eine Leertaste drückst, dann wird quasi so ein bisschen Zoom das Ding geöffnet, was auch immer es ist. Wie so eine Bildschirmlupe. Genau.
Und das ist sackenpraktisch, wenn du dich durch Massen an Bildern durchscrobbeln willst oder nur eine MP3 kurz vorhören willst. Leertaste, ziehst einmal kurz durch, ah, okay, die Stelle, das will ich in einem Sample verwenden, Leertaste wieder zu, ziehe ich mir den nächsten Ordner oder. Wenn du was durchschaffeln musst oder wenn du Footage sichten musst, ist das das pervers pornös praktische Tool. Und es hat es nie gegeben in Windows und es hat mich so aufgeregt, immer mit Leertaste, mit Enter öffnen oder erstmal mit Rechtsklick, ich brauche einen anderen Codec, weil ich einen anderen Player brauche, weil bla 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 bei mir. Ja, also wenn ihr mal Bock habt, schaut mal rein, ob es euch was taugt. Quick Look fand ich halt so geil, weil du einfach richtig schnell in Sachen reinspringen kannst, hat noch Hotkeys für PDFs und was auch immer. Ich fand's cool. Alex, das ist doch Eisenstein. Yay, genau. Also, falls es euch interessiert, ne, so. Quick Look heißt das. Quick Look. Von GitHub genau. Mal wieder. Und wurde in den App Store übrigens jetzt übernommen in Windows. Also, ihr könnt es auch im Store ziehen. Oh, da ja, der Microsoft Store, Alter, ey. Weißt du, was ich nicht auf dem Rechner habe? Den so. Microsoft Alex. Store. Weißt du? Naja, viele nutzen den halt gern. Deshalb ist gut zu wissen, dass der Store es jetzt auch übernommen hat. Ja, ganz ehrlich, mir ist da so viel genug Accountzwang und so weiter in Windows drin. Ja, gut, und solange Account die brauchst dafür ja nicht. Und, ja, du wirst halt. Der fragt dich an jeder Ecke, aber du kannst immer sagen nein. Du wirst halt an jeder Stelle beinahe dazu genötigt, irgendwo einen Account anzumelden und so weiter. Robin, du brauchst keinen. Sobald du hingehst und sagst, hier, ich möchte mir das runterladen. Ich möchte mir Solitär installieren. Dann möchte er dir das erstmal auf dein Account, Alter, quasi holen. Solitär ist mittlerweile werbefinanziert. Das hat mich ja so gemein blauen, als ich das letzte Mal gesehen hatte. Nein, du darfst okay, nicht Solitär versuchen, das erstmal mit dem Account zu claimen. Nee, und nachdem er es geclaimt hat, lädt das runter. Ja. Du kannst das Claim aber abbrechen. Du kannst dann sagen, nee, ich möchte mich nicht anmelden und dann lädt das trotzdem runter, ja. Ja, das macht er schon. Es ist halt Windows. Ne? Ja, die Sache ist die, es geht noch wahrscheinlich. Ja, es gibt viele Sachen. Übrigens, weißt du, was immer noch geht? Geekfreaks auf YouTube abonnieren? Ja, bitte. Und eine E-Mail schicken mit von wegen, dass Alex bitte nicht so im Podcast ins Mikro atmen soll oder so. Das ist ja dein Problem. Wieso? Ich muss es nicht schneiden. Damit musst du leben. Das ist der Running Gag. Marco würde jetzt lachen. Wie oft habe ich ihm den Satz gesagt? Ja. Ich meine, da könnte ich jetzt auch ein Sample aus einem Video holen. Vielleicht releasen wir das auch irgendwann nochmal, wenn ich das 4K upscale. Schneiden ein bisschen was raus. Und darf ich ein Tool vorstellen? Ja, okay. Hau raus. Was ist denn für ein Tool? Ich denke, was ist das für ein Kannst Fehler? Aber noch, der war einfach. Ja, mach ihn halt aus. Nicht dran denken. Ich nehme zumindest nicht auf, Alex. und zwar Ear Trumpet. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt im Stream. Darüber wollte ich ein Video machen, du Gemeiner. Kannst du. Ey, dasselbe Problem das hatten wir mit Alex UI schon mal, Alex. Ja, ich weiß genau, ja, Alex UI, jetzt, das war genau. Okay, ich werde es trotzdem erzählen. Ear Trumpet ist ein Tool von Ex-Windows-Audio-Entwicklern, wie auch immer. Auf jeden Fall die Main-Entwickler, die alten, kommen aus dem Windows-Team. Ist ein besserer Audio, wie heißt das? Soundmixer? Genau, Soundmixer. Du hast eine riesen UI mit all deinen Audiogeräten, mit allen Ausgaben und zu jeder Ausgabe ist dann jedes Gerät, das auf diese Ausgabe gemappt ist und kannst für alles in einer UI festlegen. Was soll ich sagen? Hold, nicht nur das, du kannst Rechtsklick machen und wenn du Rechtsklick machst, kannst du sofort instant deine Soundkarte auswählen, was ja jetzt nicht mehr geht. Du kannst zum alten Soundmixer, zum neuen springen, du kannst aber auch den Ear Trumpet Soundmixer separat öffnen und dann mit Rechtsklick auf die jeweilige Quelle kannst Inpoint und Outpoint festlegen, das heißt In und Out, an welches virtuelle Soundinterface es gehen soll. Kannst du damit richtig mischen. Das Feature von Windows ist doch auch sonst echt top-notch, also ich kann mir kein besseres Buggy-Tool vorstellen, wenn ich möglichst viel Audio raushaben will, was sich immer verstellt. Nee, es ist nicht der Worst. Hast du mal Pulse Audio mit ALSA ausprobiert unter Linux? Linux Audio ist the Worst. Pass auf, Linux Pulse Audio mit ALSA, wer macht denn das? Problem, wenn du genau eine Soundkarte hast und nur bedarf, dass ein Audio raus und ein Audio reingeht, dann ist es kein Thema. Alles andere.
Aber alles auch nur andere? Ein Einkopf, ein Output, ein Input, nichts anderes installiert. Und wenn es. Linux kann es nicht. Linux kann das nicht, einmal läuft, fass es nie mehr an. Wenn es mal bricken sollte, starte neu, versuch es nicht zu fixen, start einfach komplett alles neu. Versuch mal Dolby Atmos auf Linux zum Laufen zu kriegen. Ich versuche das nur vorbei jeden Tag zu nutzen. Ist immer sehr schön, wenn man dann einen Anruf bekommt und dann, weil Teams nicht geht oder. Ja, dann Hölle. Dann muss man so tun, als hätte man den Kunden nicht gehört. Ich habe es absichtlich jetzt gerade versucht, mal Dolby Atmos. Na ja, gut, es war nicht Atmos, es war DTS. Aber ich sollte bei einem Freund von mir hier, der hat Ubuntu als Standardbetriebssystem und der wollte DTS haben. Das ist die Frage. Habe ich das irgendwie gerade richtig verstanden hier? Moritz tut immer so, als würde er die Kunden nicht hören, wenn die anrufen und sich beschweren? Nee. Naja, beschwert hat sich noch niemand. Weil sie dich nicht hören. Hallo, hallo, ich höre sie nicht. Hallo, sie haben ein Problem, haben sie gesagt. Ja gut, dann sagen Sie mir doch bitte welches. Hallo, hallo, okay. Seitdem habe ich mir angewöhnt, jedes Mal, bevor ich das Headset aufsetze, gehe ich hin, rufe diesen scheiß Audio-Test-Service an. Wenn ich den Call-Sound schon höre, dann weiß ich, okay, die Kopfhörer werden zu 80% funktionieren. Das reicht mir. Und dann ein bisschen am Mikrofon rumspielen, ein bisschen gegenklopfen und wenn das funktioniert, dann weiß ich auch, es würde den Tag über funktionieren. Ich darf das Headset nur nicht wieder auf die Ladestation zurückhängen, weil sonst ist es kurz disconnected und wenn es kurz disconnected ist, weiß ich wieder nicht, ob es funktioniert. Du hast dich gerade als Linux-Geek disqualifiziert. Weil du gerade prinzipiell gesagt hast, keine Ahnung, nicht anfassen, ja, einfach so laden. Das ist der übliche Moritz-Behebten-Server-Fehler-Check. Guck, ob es funktioniert. Wenn nicht, funktioniert es nicht. Habt ihr mitbekommen, die Webseite war vor ein paar Tagen offline? Ich habe beinahe du vergessen. Du hast neu gestartet. Ich habe es vergessen, ich habe es gesehen, aber dann habe ich irgendwie mir gedacht, ja komm, sagst du ihm Bescheid. Aber ja, dann heißt es wieder, ja, das ist wieder nur so ein komischer Fehler, der tritt mal wieder nur bei dir auf. Also habe ich mir gedacht, okay, wenn es ein Fehler ist, wird er schon irgendwann den Kram zurücksetzen. Das sage ich nur bei Nextcloud. So, und zwar. Bei Nextcloud, bei FTP, bei WebDAV. Okay, alles. Ja, du bist halt so alles, ein goldenes Einhorn. Betrifft, okay, gut. Du musst dazu sagen, Alex, deine WordPress-Seite ist und zwar die Sache ist. Wie sieht das nochmal aus mit meinem Windows Website, und dem Tuning-Pack? Wir haben die Website migriert. Lass mal reden. Wir haben die Website migriert. Der neue Server, ein bisschen übertrieben, aktuell 16. Für drei WordPress-Seiten. Ein Server mit 16 Kernen, 160 GB RAM. Der RAM. Ja. Ja. Haben wir für die Straße als Benchmark benutzt? Ja. Und zwar die Sache ist, die Website ging nicht, ich wusste nicht warum, es gab komische PHP-Fehler, WP Rocket, ich wollte WP Rocket also rausschmeißen. Alex. Warte, nein, ich sag ihm, Moritz, warum ist denn die Webseite weiß? Ja, ich schau mal nach. Ja, ich hab's repariert, dann gehe ich auf die Homepage und merk so, auf Instagram, auf unserem Plugin, da ist das Orange ein klein Ticken zu rot. Ich stell's mal mehr in das Geek Freaks Orange. Ich drücke Save. Moritz, die Webseite reagiert nicht mehr. Moritz? Und Moritz schaut nach. Ja. Jetzt genau, ich weiter sehe Fehler. Okay, WP Rocket hat die Max-Input-Vars überschritten von PHP. Sorgt dafür, dass Skripte im Admin-Panel austeilen. Dachte ich mir, gut, weil ich WP Rocket nutze eh nicht, haust du raus. Ja, und WP Rocket war das Einzige, was diese Webseite noch am Leben gehalten hat, stimmt's? Nein, nee, ich hab Alex gesagt, ich hau jetzt WP Rocket raus, er schreit mich an, nein, mach das nicht. Ich wüsste nicht mal, ob das die Webseite brickt, habe ich nicht ausprobiert. Kann man vielleicht. Es brickt sie. Ich dich noch mal fragen. Auf jeden Fall habe ich jetzt rausgefunden, die Webseite hat's die letzten Wochen überhaupt funktioniert, weil ich so viel RAM habe. Der Server hat diese 160 GB RAM belegt. Belegt. Nicht gecached, wie Linux das üblich ist, sondern belegt. Und schon kam die E-Mail, Ich dachte mir, komm, weißt du was, Alex beschwert sich, dass die Seite immer so langsam ist, gibst du dem einfach mal PHP, ich glaube Limit minus 1 oder so, also Unlimited. Ja, war eine schöne Idee. Also ich glaube, ich benutze den meisten RAM in meinen Servern immer als Cache, aber okay. Der Grund, warum es vorher immer funktioniert und jetzt nicht mehr ist, weil wir die Seite umgezogen haben auf stärkere Server und ich habe mein altes
gepfuschtes Skript nicht mehr drin, beziehungsweise das, was der Skript ist, ein Cronshop. Der Cronshop startet einfach jeden Tag um 12 und 24 Uhr einmal alle Webserver neu. Das habe ich jetzt nicht mehr weißt drinnen. Du, und Moritz, deswegen sind wir jetzt in diesen Memory Leak wieder gelaufen. Alex. Moritz, wir haben jetzt ein neues T-Shirt, das gemacht werden muss. Meine Webseite braucht mehr RAM, als du Boot-Partition hast. Wir können ja mal was testen. Wir können ja mal was testen. Wir können was testen. Ich gebe dem Server 512 GB RAM. Die frisst da morgen weg. Das ist schlimmer als Chrome, unser Anstand. Das ist für kleine Kinder. Responsive bleibt oder wie lange sie online bleibt überhaupt. Was hältst du davon? Ja, das sind so viele Memory Leaks. Das ist einfach nur Panzertape draufhauen. Das ist eine mitgezogene Webseite, an der Alex. Alles ausprobiert hat. Weil es dieses nie ein alles. Backup wirklich angelegt, sondern immer nur mach dies, mach das, mach jenes und mach es auf dem Produktivding. Na ja, gut, wir hatten früher nur All-Inclusive mit 40 GB Speicher. Ja, ich weiß, dass du halt so eine All-Inclusive-Fasche von dieser Webseite anlegst. Spacken sie zu und machen sie nie wieder auf. Die Webseite wird von Updraft alle paar Stunden gebackupt. Die wird von Plesk gebackupt. Ich backup die VM regelmäßig. Mhm. Ich weiß gerade, so Moritz, uns ist allen bis... Uns ist allen bekannt, dass das ein Monster ist, okay? Das ist uns allen bekannt. Du hast doch einen Monitor dafür. Aber du vergisst eines, Monster hören, wenn man über sie redet. Die Website ist gerade down, das ist mir egal. Ich wollte es gerade sagen, ist gerade down. Wirklich? Monster hören. Ich weiß es nicht. Jetzt muss er nachschauen. Ich schaue nach. Jetzt muss er nachschauen. Geekfreaks.de. Ja, der Monitor hat mich noch nicht gepinkt. Ja, die ist da. Die lädt sogar. Die Bilder laden. Moritz, hier, ich schicke dir einen kleinen One-Liner mit bei dem mir kannst du das noch Ding nicht. Fixen. Jetzt. Du mich auch. rm-rf/no-preserve-root. Was macht du? Du hast vergessen Sudo. Naja, Sudo bräuchte ich nicht. Ich arbeite als Root, wie jeder vernünftig. Ja, aber wenn du trotzdem nochmal Sudo davor machst, bist du eine extra Root. Doppel-Root hält, glaube ich, besser, oder? Ist, ja. Wie war das die höchste Stufe bei SU-? SU-I, dann landest du im Root-User auf jeden Fall. Ja, du kannst auch einen Sudo-Bash machen. Also, oh, warte. Aber dann hast du halt eine Bash. Also, ich hab noch zwei Kuriositäten für euch, weil wir nähern uns gleich dem Podcast-Längenlimit. Leider heute schon mal wieder. Wieso dem Podcast-Längenlimit? Wir haben schon über eine Stunde gemacht. Ja, aber wir wollten es jetzt nicht länger unbedingt als eine Stunde fahren, einfach wegen der Digestibilität. So, nee, aber wir nähern uns. Deshalb wollte ich noch kurz zwei Sachen reinschmeißen, bevor wir in den letzten Freeroam gehen. Ist das okay? Ist das okay für? Eine Sache, die ich hilarious gefunden habe, ich habe mich so blöd gelacht. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, ich erzähle es trotzdem, falls die Zuhörer das noch nicht wissen. China produziert ja Prozessoren. Und der größte chinesische Prozessorproduzent der Welt ist Alibaba. Ja. Alibaba ist eine Riesenfirma für alle, die es nicht wissen und denken, es ist nur ein komischer China-Job. Die Alibaba Cloud, wo die Schweiz ihre Daten drin lagert? Alibaba und die sieben Sesamkörner, oder wie? Also Alibaba ist größer als Amazon. Na, also müsst ihr euch nur in Vergleich sehen. Nur weil ihr nichts davon hört, heißt das nicht, dass es nicht gigantisch ist. Jetzt haben die, es gibt sowas wie die, es gibt den SpecCrate Int Benchmark. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Moritz. Ist ein sehr dedizierter Benchmark für Prozessoren. Ja. Alibaba hat ihren 128 Kerner auf dem Markt, der beste Prozessor der Welt ist. Und warum hast du dann der absolut schnellste beste Prozessor der Welt? Genau das will ich euch erzählen, denn die wurden jetzt aus diesem SpecCrate Benchmark ausgeschlossen mit ihren Ergebnissen. Warum? Weil das Hauptkriterium für diesen Benchmark ist, dass die Prozessoren kaufbar sind. Aber wegen den US-Sanktionen und so weiter und so fort ist der immer ausverkauft und nicht gelistet. Es gibt nur eine Handvoll Unternehmen, wo der überhaupt steht, weil sie nicht gefertigt werden können. Die wurden von TSMC gemacht im 5-Nanometer-Verfahren und der ist größer als ein EPIC. Der ist schneller als ein EPIC, der ist ARM V9. Der hat da mal ein Video drüber gemacht, über den hier der Illegal Server oder so. Ja, der ist so mega unendlich schnell. Und gut, eigentlich DDR5 mit 96 PCI Express Lanes und alles mögliche. Super toll, aber du kannst ihn halt nicht kaufen, weil er nicht gebaut werden kann, weil TSMC sagt, nein, Sanktionen. Und deswegen wurde aus dem Benchmark ausgeschlossen. Da musste ich so lachen. Habt ihr mitbekommen? Die haben das schnellste Ding der Welt
und werden von den offiziellen Benchmarks ausgeschlossen, weil es keiner kaufen kann. Das ist schon China irgendwie lustig, jetzt, oder? Ich weiß gar nicht, wer diese Lizenz hat. Oder bin ich der Einzige? Mal wieder. Doch schon. Und zwar die X86-Lizenz von irgend... Ich höre Moni. Ich höre dich nicht mehr. Alex, hör auf, den Podcast zu unterbrechen, wenn doch Moni labert. Die haben die X86-Lizenz von irgendeiner chinesischen Firma, die das produzieren durfte, übernommen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, da wurde irgendwas aufgekauft. Habe ich mich nicht sehr mit beschäftigt. Auf jeden Fall hat China jetzt eine neue Marke, die X86-CPUs herstellen und herstellen darf. Die dürfen... Ist das nicht die Xiaobiao Bam Bam? Genau so die. Genau so. Ja, aber kennst du nicht das Spiel, wie Chinesen Ausschreibungen gewinnen? Naja, die Sache ist, die können volles DirectX 11, die können auch AVX, die können alles und sind leistungstechnisch gar nicht mal so weit hinter Intel und AMD, also in deren ja. Klasse natürlich. Na, ist doch Logo oder ist doch das gute alte Xiaobi-Bam? Ich war ein bisschen überrascht, dass China doch wieder X86 produzieren kann. Ja, natürlich können sie das. Lizenzen, weißt du, warum Alex, sie das auch machen? Lizenzen. Ja, aber die haben doch eine Firma, genau, die Lizenzen hat. Wenn du jetzt überlegst. Diese Firma hat diese Lizenzen jetzt, wurde mit diesen Lizenzen jetzt übernommen und jetzt dürfen sie wieder produzieren. Ja, genau. Via war das doch, ne? Via hatte diese Lizenz immer noch die ganze Zeit, die X86-Lizenz, und weil die Via aufgekauft haben, haben sie Zugang zur X86-Lizenz. Jetzt kannst du endlich chinesische Prozessoren kaufen mit eingebauten Rootkits. Weißt du, wie so solche Sachen... Du kennst doch den Spruch hier von wegen oder den Witz, nenn mir das größte Sekretariat der Welt. Okay. China, ja. Die kopieren einfach alles. Ja, ist so. Aber auf der anderen Seite, ich muss sagen, es ist keine Kopie, wenn sie den schnellsten Prozessor der Welt haben. Dafür, aber die kopieren sich zur Not einfach die Lizenz und sagen, guck mal, wir haben sie. Ja gut, aber dann wäre es dasselbe Problem mit Sanktionen international. Und so weiter, dürfen sie nicht verkaufen. Ja. Also China ist kein rechtsfreier Raum, aber alles außen. Okay, die Sache ist die, wenn die Chinesen das lokal in China vertreiben, ist das mit den Sanktionen herzlichst egal. Aber das ist halt. Ja, aber die Chinesen haben kein Geld, die verhungern, die müssen woanders das Geld herholen. Ja. Ne? Aber dann gibt es wieder die Leute, das dann entgegen der Sanktionen irgendwo auf dem Schwarzmarkt rausschmuggeln. Ja, aber das ist nicht genug. Dass sich so eine Entwicklung lohnen würde. Ja, rentiert Alex, tut wie war das nicht, nochmal ne? mit dem Typen, der irgendwie am Flughafen erwischt wurde, der irgendwie 200 Prozessoren am Bein kleben hat? Genauso wie der Typ, den sie letzte Woche fotografiert haben, der auf dem chinesischen Straßenmarkt hockt und in Tüten wie Gemüse die Grafikkarten vertickt, ne? Habt ihr das mitbekommen? Ja, aber das können wir gerne mal in die Show auspacken, das Bild, das stelle ich mir witzig vor. Ja, Mister, der nennt sich selber der König der Grafikkarten, sitzt auf der Straße im Schneider, sitzt auf dem Teppich, um sich herum ewig viele RTX-Kartons und er verkauft Grafikkarten pfundweise. Also der hat eine Mülltüte einfach, wo er die Grafikkarten wie Gemüse reinpackt und verkauft sie pfundweise, nach Pfund. An alle Leute, die vorbeilaufen. Lass mal nach China, ich brauche neue Grafikkarten. Das ist der gute alte Mining-Crash gewesen. Ich habe geschaut. Das Problem bei diesen Grafikkarten wird sein, du kriegst bei der Einfuhr nach Deutschland dann ganz gehörig vom Zoll einen auf den Finger, wenn du mit so einer Tüte voller Grafikkarten da entlang gehst. Ich war auf dem Wochenmarkt. Was willst du? Alle schauen dich an. Doch, ich habe ein Foto gemacht. Glaub mir, ich habe ein Foto gemacht. Wenn du Lebensmittel einführst, ist es nochmal sehr viel schlimmer. Ja, ich weiß, aber stell es dir einfach mal vor, wie er sagt, doch, es ist echt, Alter, ich hab's da auf dem Straßenmarkt gekauft. Also ich hoffe ja ganz ehrlich, für die Family-Friendliness dieses Podcasts, dass du dir jetzt hier keine Lebensmittel einführst. Ich? Ach, Lukas, hör auf. Ganz ehrlich. Lass ihn doch essen, schäm ihn doch nicht immer, wenn er irgendwas isst. Ja, aber er soll doch nicht im Podcast schmatzen. An was hast du denn gedacht, Robin? Ja, du kannst mich auch mal ganz gekonnt. Ja! Yes. Schreib es jetzt in die Kommentare. Hier fühlt sich keiner was ein. No, ach komm. Ja, nee, man auch doch nur ganz Kaffee. Minimal in der Augen. Moment, ein Schluck für mich. Warte. Vor allen Dingen hören wir uns auch die ganze Zeit immer noch so das als ist Echo. ASMR. Aber das ist ja mein Problem, nicht wahr? Ich musste auf die Kopfhörer rüber, weil mein Dings leer gegangen ist. Ja, Alex, du mich auch. Dings in ihr. Ja, bitte. Wartet, übrigens, ich hab etwas, was den Jungs gefallen wird. Die Sache ist die, Robin, wenn ich den ganzen Kram sowieso normalisieren muss auf ein gewisses Level, damit die ganzen Podcast-Plattformen das alles schön machen, dann ist das alles sowieso am Ende gleich laut. Yay. Well, ja, aber das machst du teilweise. Also ich muss nochmal, Moritz und Lukas außer mir nutzen auch sehr oft ein beliebtes Programm für Videos
Das nennt sich OBS. Das nutzen wahrscheinlich. Ich wollte gerade nee, den Vorschlag. Das nutzen auch wahrscheinlich von euch da draußen sehr viele Leute. Nicht nur, wenn man jetzt mal streamen muss, sondern vielleicht auch für Zoom-Meetings, um was hübscher zu machen oder was aufzunehmen. Handy, bestes Tool, wissen wir ja alle, aber es hat halt unendlich viele Bugs. Ja. Seit Jahren. Seit x Versionen. Es schleifen sich natürlich immer auch ein paar Bugs mit. Manche kommen auch mal wieder stärker zum Vorschein. Es ist wie ein Mensch, der altert. Charaktereigenschaften, die treten unterschiedlich stark in unterschiedlichen Lebensweisen natürlich dann zum Vorschein. Und es gibt eine neue, die ich aber behoben bekommen habe. Im Zuge des neuen PC-Umbaus habe ich ein bisschen Deep Dive gemacht in viele unterschiedliche kleine Facetten des PCs. Ob es jetzt RAM-Timings sind, was auch immer. Und ich möchte mein Finding gerne mit euch teilen. Und auch mit den Jungs. Falls ihr es nicht wisst, OBS mag mehr Monitore am PC nicht, egal an welcher Grafikkarte. Es mag es nicht. Nicht euch Jungs, das, euch meine ich nicht, ich meine mal die Zuhörer. Falls ihr mehr Monitore als einen am PC habt, ist OBS sowieso nicht glücklich. Wenn OBS mehr als zwei Grafikkarten im System detektiert, ist es auch nicht glücklich. Auch wenn es nur eine nutzen kann, schaut es die andere immer böse an. Ja, vor allem, wenn ihr Inhalte auf dem Monitor halt liegen habt. Teilweise verschiedene Grafikkarten von verschiedenen Herstellern problemlos zusammenlaufen lassen in OBS. OBS hat nur Probleme, wenn du mehrere Grafikkarten desselben Herstellers im Rechner hast. Oh, ja, absolut richtig. Deshalb geht es auch so gut auf Notebooks. Pass auf, jetzt habe ich herausgefunden, das ist aber ein ganz anderes Problem, was meine... Bei Notebooks mit deinem tollen Analog-Display ist aber halt nochmal was ganz anderes, was du da als Hürde hast. Absolut. Ich möchte lustig einen Tipp für euch alle da draußen noch rausgeben. Und zwar hat OBS eine spezielle Form und Nutzung des Windows-Schedulers und des Windows-Timers. Wenn ihr wisst, was